So. Oh yeah. Oh yeah. So. Das Hühnchen stört sich so an, als ob es jeden Augenblick verreckt. Oh. Ein Tag noch, dann sind meine wunderbaren Kartoffeln fertig. Alle Kartoffeln. All meine Kartoschki. Oh yes. So. Hallo. Get my shit. Genau, das habe ich eh ohnehin. Kann ich mich um meine Blumen kümmern. Und die Reihe, dann soll es, glaube ich, auch für, zum Aufhören bereit sein. So. Das meine ich übrigens. Hier kann ich einfach nur gemütlich nach links gehen und einfach eine Maustaste gedrückt halten. Und weiter rechts verhaut es mich dann komplett, was ich wo wann machen kann. Einfach nur, weil ich so verhauen habe. So. Guck gleich nur, wofür das Wasser reicht. Gut. So. Gleich sind meine fertigen Kartoffeln da. Fertige Kartoffeln übrigens. Habe ich eigentlich jetzt... Ja, ich habe jetzt zwei Geschenke gegeben. Und heute ist, glaube ich, das Festival, ne? So können wir das noch erleben. So. Wir müssen, glaube ich, um 9 Uhr da drüben sein, deswegen können vielleicht noch ein bisschen rumhacken oder so. Ansonsten wüsste ich nicht unbedingt, was ich noch in der Stadt, also ich hier noch kurz machen kann. Hauptsache die Pflanzen noch fertig kriegen. Bitte reich aus. Ah! Take that. Jetzt ist er glücklich, dass er eine Fedora. Honig. Artesian Goods. It's a sweet syrup produced by bees. Gucken wir mal, wie viele es gibt. So. Das gehört da oben rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere 17 Bars mittlerweile, das ist angenehm. Und Core und unser Copper können wir hier gleich reinschmeißen. Alright, dann. Ich meine, wir müssen eben bis 9 warten. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, von dem her. So. Wisst ihr was? Ich will wissen, wie viel die einfach nur mal geben, wenn ich sie verkaufen will. Deswegen schmeiße ich sie rein. Und weil ich bei mir unten in meiner Farm nicht durchlaufen kann, gehen wir außen rum. Genau, Flower Dance has begun in the forest. Deswegen laufen wir einmal außen rum. Weil ich sonst nicht wirklich durch kann. Ich muss euch da aufräumen. Aber es ist ja schon. Summer wird Anbau pur sein. Da wird die Zeit auch relativ langsam durchgehen, kann ich euch gleich sagen. Ich werde lange brauchen, ich werde viel mehr auf der Farm machen, wahrscheinlich genauso schlimm wie Kryptos gerade hat. Und yay, Flowerfest. Here we go. Das ist provisorisch. War ich hier jemals? Mein Gefühl sagt mir gerade absolut nein. So, diesmal habe ich wenigstens Geld für den Shop. Blooms und Spring und so. Rare Crow. Ich meine, ich habe zu wenig Geld, aber ich finde das gerade nur interessant. Wow, I'm stuffed. Hey, have you tried Red Jelly yet? Nein, ich würde gar nichts probieren. Ich bin grumpy. Yes, ask Alec to be your dance partner. Never mind. Yes? Achso, ich kann jetzt jeden fragen. Ja, okay, wir fragen auf jeden Fall Abigail, aber keine Ahnung, ne? Are you going to be dancing today, sister? Vielleicht kriege ich nicht mal was ab. These springtime dances can be traced back to ancient fertility rituals. Übrigens ist der gerade nach rechts rausgelaufen. Was macht er hier? Ah, the air smells so sweet with all these flowers. I wonder if Emily would dance with me. Ich weiß es nicht, frag sie. Ich werde auch nicht Penny fragen, ich werde dich auch nicht fragen. Ach, ich kann jeden von euch fragen, das ist kompliziert. Hoffentlich kann ich dich nicht fragen. Love's in the air, and I'm still single. Marnie looks so lonely today. Dich erst recht nicht, dich kann ich auch fragen, soweit ich weiß. Well, should we start a dance now? Not yet, ich hab nicht mal wen gefragt, Mann. Hey, Grumpy. Flowers! I can hardly see them. I've been working on these flower arrangements for a week. Do you like them? No. So, Sebastian, den können wir fragen, den können wir fragen. Die zwei können wir noch reden.
Beziehungsweise die zwei noch. Frog season is really starting to pick up. I should have bought my fishing pole. Now this is the life, fuck it. Sweet wine, a babbling brook, warm air. Did I mention wine? Hmm, excellent SARS. So, I really hate dancing in front of everyone. It's so embarrassing. Oh, I forgot to say, if I can't do anything with you, it would be awkward. That's flattering, but I'm gonna have to say no, sorry. Why? No, no, you say yes. Say yes, god darn it. Go fuck yourself. Fragen, gucken wir, ob wir irgendwen abbekommen. I don't want to dance with you. Jeder wird jetzt nein sagen. Hm. Oh, no thanks. Und sie mag mich, glaube ich, eh nicht, ne? I'm practicing my dance move. It needs to be perfect. Ew. Ew. Oh Gott. Ja, weißt du was? Wir schauen jetzt einfach nur traurig zu, wie alle tanzen werden. Ich stehe neben dran und es geht scheiße. Ja. Kannst du dir Crypto raussuchen? Ich finde es übrigens schön, wie alle halbwegs runtergucken und nicht nur teilnahmslos irgendwo in der Gegend rumstehen. Das Traurige ist ja, dass irgendjemand ohnehin an der Seite rumstehen müsste. Für einen hätte die Frau nicht gereicht. Okay, dann nächstes Jahr beim Tanzfestival. Ich hasse euch alle. So, hallo Katze. Ich muss dich einmal schubsen, dich aufwecken. Ich will dich aufwecken. Oh, oh, ich kann einen Teppich mitnehmen. Oh, ich kann ihn jetzt nicht platzieren, weil die fucking Katze... So, nein, nein, da, okay. The fuck? Okay. Yep. Haben wir jetzt eh nichts mehr zu tun. Boah, Honig gibt richtig gut ein. Und die Körperdinger ist von 2, ne? Ja, 60 pro Stück. Ein bisschen traurig. Perfekt. Okay, wir haben jetzt noch eine Woche, bis unsere neue Season anfängt. Und ich schätze mal... Oh ja, ist alles fertig. Ganz viele Tulpen. Oh, die werden so viel Space einnehmen. Alles Tulpen. Oh, ich kann sie essen. Yay. Und ich würde sagen, Moment, brauche ich irgendwas davon? Für... Nein, komm. Nein, nein. Nein. Bei Construction ohnehin nicht. Ich schätze mal, nichts wirklich. Das, Fishtank erst recht nicht. Infantry. Animo, Fallcrops, Artisian? Nein. Also ich brauche die wahrscheinlich gar nichts. Gar nicht. Okay. Dann verkaufe ich die einfach nur alle. Das sollte alles ganz viel Geld einbringen. So. Hihi. Guckt euch an den Stuff an. Das macht mich gerade glücklich. Oh, Erdbeeren, alles, alles funktioniert jetzt. Guckt euch all den Stuff an. Kann ich nur irgendwas davon abgeben? Ich meine, ich könnte die Kartoffeln abgeben. Das ist nur, dass ich es mal drin habe. Aber so glaube ich. Von Spring Crops gar nichts Besonderes. Ich muss aufhören, Rechtsklick zu machen. So. Ja, nur die Kartoffeln im Endeffekt. Die mit dem goldenen Stern kannst du dir aufheben. Okay. Das wird mir so viel Geld einbringen, aber I'm happy now. Ich sortiere einfach irgendwann mal alles ordentlicher. Irgendwann, eines Tages.
keine Ahnung, wenn der Mond in die Sonne reinknallt oder so. Das wird das hoffentlich nie passieren. Nope. Also kann, ja, ich schmeiß später rein. Ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das on time mache. Aber was ich gern hätte, ist, ich würde meine Fishing Rod gern mitnehmen. Wir fischen einfach ein bisschen. Ich gucke, dass ich freiräume, dass ich mehr Platz habe. Die ganzen Tools werden wir jetzt ohnehin nicht brauchen. Und dann nehmen wir die Fishing Rod mit und alles andere legen wir weg. Ich glaube, wir können sowieso jetzt erstmal nichts schenken. Genau, wir können eh nichts schenken. Für die Abigail. Alright, dann let's go. Tanzen auf der Stelle, weil wir so glücklich sind. Ich sollte mich ja theoretisch mit der Mara anfreunden, hieß es ja. Weil bei ihr liegt ja die Axt. Da hätte ich eine weitere Queste fertig. Was kriege ich dafür? Nein. Gar nichts, okay. Steht jedenfalls nicht dran, was ich krieg. Irgendwas wird schon sein, aber das hab ich erwähnt. Okay. Was genau habe ich alles bei den Fischen gebraucht? Riverfish. Brauchen wir einen Sunfish, Catfish, Shedfish, Tiger Trout. Okay. Was haben wir da sonst noch? Speciality. Das sind die ganz besonderen. Oceanfish, Crab Pot. Ich könnte in den Ozean gehen, gucken, dass ich die hier zusammenkriege. Hoffen wir es einfach mal. Einfach aus Meer hinaus und schauen, was wir abkriegen. Wäre vielleicht ganz nett, so Stück für Stück Bundles langsam fertig zu kriegen. So. Wubba. Let's go. Fishing time. Das ist ein easy Fish. Ich mag die langsam. Sardine, perfekt. Ich meine, ihr habt gefragt, dass sie die einfach sofort ausgespaced nach oben unten springen, dass du halt kaum hinterherkommst und nicht weißt, wie du reagieren sollst. Das war gerade, apropos reagieren, das, ja, habe ich gerade gar nicht reagiert. So, da weiß ich noch gar nicht, wie ich die wirklich einfangen soll. Aber vielleicht, je höher mein Fishing-Skill ist, desto besser fange ich die. Oder ob die einfach generell schwer sind, so gedacht sind, dass ich einfach ein bisschen deren Pattern auswendig lernen muss. Müssen wir gucken, wie das ausgeht. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich wollte gerade schon die Maustaste gedrückt halten, um auszuwerfen. Perfekt. Ein Hering. Müssen jetzt 2 von 4 sein, die wir brauchen. Ich warte ehrlich gesagt, bis das Mineral Bundle kommt, weil da werden wir bestimmt auch einige machen müssen. So je nachdem, auf welchem Layer du bist oder nach Ores aufgeteilt, nach Monster Drops aufgeteilt. Ich schätze, dass wir da auch verschiedene Dinge brauchen werden, bis wir da fertig sind. Komm schon. Perfekt. Seaweed. Was könnte ich sonst noch machen? Ich überlege gerade. Ich könnte jetzt meine Tools aufwerten, aber ich frage mich gerade, ob ich zuerst die Axt nehmen soll. Obwohl, ich glaube schon, wenn dann die Pickaxe. Die Pickaxe wäre die schlauere Variante. Weil ich bin ohnehin eher in den Mines und da brauche ich relativ... Ich baue relativ viel Körper ab und das verbraucht so viel. Das ist, glaube ich, ganz schlau wäre. So ein Mistding. Aber jetzt habe ich dich. Oh, kein Entkommen mehr. Halibut, oh, das hatten wir noch gar nicht. Ich hatte auch diese Pattern noch nicht gehabt. Nicht mal Ansatz. Ich weiß nicht mal, wieso ich gerade meine Hand von der Maus weggeleckt habe. Ich bin nicht unbedingt der schlauste Mensch dieses Planeten. Mich interessiert es, ob jede Season quasi nur 2 Festivals da sind. 2 Feste. Wir hatten jetzt das Egg Festival und das Flower Dance Festival, ob es unterschiedlich ist. Muss ich mal schauen. So, sobald der neue Monat beginnt, wie der Kalender aussieht dafür. Ich finde es eh lächerlich, dass nämlich ein Kalender so viel Geld kostet. Mehr als ein
verdammter Tisch oder sowas. Aber hey. Was Ocean? Verdammt nochmal. Ich drück die ganze Zeit Rechtsklick, einfach aus Gewohnheit, weil ich sonst alles mit Rechtsklick bediene. Sardine. Ja, wir haben nur eine Sardine, richtig. Alles andere. Wir brauchen einen Red Snapper, eine Tuna und eine Tilapia. Okay. Ich glaube, das wird Zeit kosten. Bis wir da alles zusammen haben. Komm schon. Beiß an. Ich weiß, du willst das. Du willst mich, Fisch. Oh ja, du willst das. Mm. Sag ja. Siehst du? Ach komm, hör auf, so dumm rumzuspringen, du verdammter Drecksfisch. So, gotcha. Und dann noch eine Sardine. Die ist ein bisschen seitlicher geworfen. Gucken wir, dass wir vielleicht ein bisschen an einen anderen Spot gehen. Mehr übers Blaue rein. Bringt vielleicht ein bisschen was ein. Mir ist nur aufgefallen, dass hin und wieder irgendwo das Wasser aufblubbert, dass da hin und wieder wahrscheinlich die Special Spots sind, wo gerade irgendwie ein größerer, seltener Fisch ist. Der aber wahrscheinlich dementsprechend schwerer zu fangen ist, muss ich mal gucken. Bin mir auf jeden Fall sicher, wenn wir jetzt genug Fischen haben, wir auf jeden Fall Fishing Level 2 fertig. Hundertprozentig, das haben wir einfach stehen und gut ist. Schneller einen Fisch, okay. Ja, stimmt. Na komm schon, Fische, die Fisch, Fisch. Keine Sorge, du endest nicht wie deine Kollegen da oben. Ist ein bisschen, man muss sie nur ein bisschen anlügen und sofort glauben sie einen, hauen rein, essen was und denen geht's ganz gut. Perfekt. Angry. Angry, okay. Raus. Mich würde es noch interessieren, und ich weiß, ich sag das sehr oft allein diesen Satzbau, ob die Länge des Fisches jetzt einfach nur, sag ich mal, dein Dickmeter ist, wie groß dein Fisch ist, den du gefangen kannst und wie stolz auf dich sein kannst, oder ob vielleicht noch die Preise da ein bisschen, also kleine Variationen drin haben. Wäre interessant. So. Bezweifle das. Es wäre halt interessant, selbst wenn es einfach nur, sag ich mal, so kleine 5% Unterschiede wären, das wäre cool. Hätte halt so ein bisschen Glücksgefühl, dass du wirklich was Großes kriegst, sonst ist es so ein, hey, neuer Rekord. Hey, interessiert mich nicht wirklich. Das ist nur ein Personal Achievement, aber so Größen und Längeneinheiten, ja, nicht unbedingt das Tollste. Bei Monstern ist was noch was anderes, weil da, zum Beispiel wenn da größte Länge Unterschied ist, du siehst das verdammt nochmal. Du siehst, ob eine Ratian klein oder groß ist und das freut mich jedes Mal, was zusammen. Aber hier ist es, es ist nur ein Fisch, das ist nur eine Zahl. Das ändert nicht wirklich viel. Hat nicht so viel Premise dadurch. Unsere Fishing Session ist übrigens demnächst vorbei, denke ich. So. Sagen wir, bis 4 machen wir das und dann laufen wir langsam zurück. Dann mache ich, glaube ich, kurz eine Pause für mich selbst. Oh, ups. Come on. Don't go. Yep. Komm schon. Wunderbar. Ich schätze mal, noch 2 Fische könnten wir vielleicht noch fangen von der Zeit her. Oder ich rede es ihnen natürlich wieder ein, dass die Fische genau jetzt zubeißen sollten. Aber es nicht mehr funktioniert. Die haben schon gemerkt, ihre Kollegen fehlen so ein bisschen. Ich meine, die hören nichts mehr von denen, die waren einmal oben an der Oberfläche und kommen nie wieder. Dann checken sie immer wieder Stück für Stück, jeder eins nach dem anderen nach, wie es denen geht und... Naja, niemand kehrt zurück. Basically der Star Squad aus... Resident Evil. Falsche Richtung, verdammt. Ich kann eigentlich genauso gut da hingucken, einfach auf mein kleines Streaming-Window drauf stand, bis da sich was dreht. Soweit ich weiß, ist ein ganz kleiner Delay dazwischen. Von dem her. Na? Na? So. Perfekt. Okay. Wie gesagt, bis 4. Jetzt ist 4. Jetzt können wir gehen. Schmeiß mir die
Obwohl, wir können eigentlich dem Fischer-Dude gleich alles verkaufen von der Idee her. Wo wir schon da sind. Ich glaube, er gibt uns ohnehin noch bessere. Hier ist in the water to catch fish. Okay. Ah, da können wir extra Bait. Okay. Kann ich dir ein anderes Mal alles geben? Auf jeden Fall hier meine Fische. Ich habe ein bisschen Geld gemacht. I'm happy now. Let's go! Ich freue mich auf jeden Fall schon mal gleich zu sehen, wie viel meine ganzen Erdbeeren und Blumen und Kartoffeln alles eingebracht haben. Ich möchte mich gerade einfach in den Spiel legen und gucken, wie viel das sein wird. Ich möchte eine große Zahl sehen. Na, ihr könnt ja mal kurz abschätzen. Ich denke so, ich hoffe es, dass wir auf jeden Fall in die 3000 kommen werden. Ich fände es cool. Ich sage jetzt einfach 3000. Schätzt ihr mal mit, wie viel das sein wird. 6969, that's the thing. Ich mag Hale, ich muss dir Algen schenken. So. Wir hatten aber schon länger kein Event mehr. Aber muss ich auch sagen, ich laufe die ganze dieselben Routen ab, also wahrscheinlich. Ich habe nicht viel zum Auslösen, dumm gesagt. Und ich sollte noch unbedingt mich um euch kümmern, ne? Ich habe euch noch nicht gewässert. Lass mich das eben machen, nachdem ich meine Tür angeangelt habe. Da. Hi. So. Einmal vorbeigehen, dankeschön. Perfekt. Jetzt noch kurz die Algen reinschmeißen, weil wir die ohnehin nicht brauchen. Algen. Und los geht's. Legen wir uns hin. Ich bleib bei 3000. Level 4 Farming. Eine Iron Fence, Preserves Jar und Basic Retaining Soil. Okay. Außerdem, genau, wollte ich gerade sagen. Fishing haben wir auch bestimmt. Holy Christ! Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sogar ziemlich gut. Die geben nicht mal so viel, die Blumen. Vergleich. Ich meine, wenn wir uns meine 41 Potatoes angucken. Oh, das ist truly great. Gefällt mir. Ich lasse mal kurz den Bildschirm stehen. Ich bin gleich wieder.